Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Augustigas Box von Macho. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Auge des Tigers von Macho. Es ist das dritte Soloalbum nach Breiter als der Türsteher und Breiter als zwei Türsteher. Kam, Gott sei Dank muss ich sagen, nicht Breiter als drei Türsteher. Nein, es kam Auge des Tigers Anfang 2017. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier so eine grün-schwarze Box. Banger-Musik präsentiert Macho Auge des Tigers. Und dann haben wir hier drei, ja, scheinbar Kratzspuren oder aufgekratzte Streifen in dieser Metall, in dieser Stahlhülle. Dahinter lauert ein Tiger und auch das Auge des Tigers. Ansonsten ist die Box rundherum in diesem Grün, in diesem verwaschenen Grün. Meiner Meinung nach soll das Ganze so eine Metalloptik haben, da wir auch hier an der Seite so Nieten haben, so Schrauben. Dann haben wir hier noch einen Barcode und die Credits. Ich muss mich vorab mal entschuldigen, ihr hört das vielleicht an meiner Stimme, aber ich bin aktuell todesverkühlt. Sorry dafür, aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Wir machen trotzdem weiter. So sieht die Box von innen aus, also der Deckel glatt schwarz. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Also wir haben hier einmal das T-Shirt. Dann eine DVD vom Studio an den Strand. Eine Instrumental-CD. Das Album Auge des Tigers an sich. Einen Patch. Eine Autogrammkarte. Ein Poster. Ein McFit-Gutschein oder ein McFit-Flyer. Das ist noch die FSK-Kennzeichnung für die DVD, auf den verzichte ich jetzt mal. Und dann haben wir hier noch den Code. Und zwar ist das dieser Code fürs Macho Phono. So sieht das Ganze aus. Also, dein Code zeige ich euch in dem Fall jetzt nicht, weil ich den natürlich selber einlösen möchte. Wir machen die Box zu und fangen direkt an mit dem Album an sich. Macho Auge des Tigers. So sieht das Ganze aus. Also die Optik wie auch schon auf der Box. Allerdings hier Macho hinter diesen Metallkratzern und nicht der Tiger. Hier haben wir noch einen Verbraucherhinweis. Auf der Rückseite haben wir 16 Tracks an der Zahl plus die Gipfeltreffen EP. Diese beinhaltet nochmal 6 Tracks. Und wir haben unfassbar viele Features vor allem aus dem Banger Camp. Wir haben Features von Farid Bang, Motrip, Kurdo, Yasko, Casey Rebel, Philippe Haitier, Summer Jam, nochmal Philippe, Farid Bang, Casey Rebel, Yasko, Summer Jam, Kollega, 18 Karat, Play 69, Summer Jam, Farid Bang, Casey Rebel, Yasko, Summer Jam, 18 Karat, Play 69. Also, ohne Ende Features, manche doppelt und dreifach drauf, Barcode und Credits. Ich muss sagen, jetzt nicht von der Gipfeltreff-EP, aber vom Album an sich, von Auge des Tigers, sind meine Favoriten eher die Deep-Brain-Tracks, und zwar einmal Track Nummer 13, Heute Nacht, und einmal Track Nummer 15, Wenn die Sonne aufgeht. Hinten lesen wir nochmal Macho Auge des Tigers. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Als erstes haben wir hier einmal einen Tour-Flyer zu Auge des Tigers Tour 2017 und einen Gutschein für 10% Rabatt im Banger Store. Könnt ihr natürlich gerne noch einlösen, sofern dieser noch gültig ist. Hinter diesem Infozettel oder Flyer verbirgt sich dann das Booklet. Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier links Macho abgebildet und diverse Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Und dieses aufgeschlitzte Metall zieht sich hier wirklich komplett durchs Artwork. Weitere Tracks, weitere Aufnahmen von Macho. Jawohl, weitere Tracks. Okay, also das Design ist wirklich immer eine Seite Macho, eine Seite Track-Infos. Sieht sich hier so durch. Dann
Dann haben wir hier die Credits. Okay. Und zum Abschluss nochmal Macho, Auge des Tigers. Ich werde den Infozettel, diesen Flyer jetzt da auch wieder mit reinmachen. Ne? So. So sieht das Album aus. Die drei Kratzspuren. Macho, Auge des Tigers. Und dann haben wir auf der Rückseite nicht die Instrumentals, nein, sondern die Gipfeltreffen EP. Auch wieder die Kratzspuren, allerdings hier orange und nicht schwarz. Auf der Rückseite hier dieses grüne, blanke Metall, mehr oder weniger. Dann haben wir einen Patch, so sieht er aus. Ihr kennt das, könnt ihr natürlich dann an diesem Klettverschluss von euren Kappen oder Hosen oder Pullover, Jacken, was auch immer ihr habt, dran machen. Mit zwei Augen eines Tigers. Sehr schön, gefällt mir gut. Dann haben wir die Instrumental-CD zum Album Auge des Tigers und der Gipfeltreffen-EP. Also wirklich alle Tracks hier aufgelistet, 22 Stück, alle als Instrumental vorhanden. Sehr schön. So sieht die CD aus. Instrumental-CD lesen wir hier. Das Ganze, wie so oft, in einer Papphülle. Und dann haben wir noch eine Papphülle und diese beinhaltet die DVD VS ADS vom Studio an den Strand DVD. Vom Studio an den Strand, Produktion etc. So sieht das aus. Diesmal in Rot die Kratzspuren. Und das Ganze freigegeben ab 12 Jahren. Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte. So sieht das aus. Macho hier, rechts oben unterschrieben. Auf der Rückseite haben wir nochmal die Social Media Auftritte bzw. Internetseiten von Macho und Banger Musik. Ah ja, was mir gerade auffällt. Genau, Twitter, Regel Nummer 3. Echte Gangster haben kein Twitter. Macho hier mit Tanktop. Dann haben wir diesen ominösen Flyer von McFit. Proud to be McFit. 6-mal trainieren, 0-mal zahlen. Also Macho hier als Testimonial oder Werbeträger für McFit. Da kann man sich anscheinend mit diesem hier anmelden. Gut. Ich habe schon ein Fitnessstudio bzw. einen Kampfsportverein, werde mich dementsprechend nicht bei McFit anmelden. Okay, einmal ein Poster in einem sehr, sehr unüblichen Format. Habe ich so überhaupt noch nie gesehen. Also komplett im Querformat. Macho hier mit schöner Rolex und ja, der Hand zur Pistole geformt. Auge des Tigers lesen wir hier rechts oben. Und die Rückseite ebenfalls in diesem Querformat. Macho mit Hoodie. Auch hier rechts oben wieder Macho, Auge des Tigers. Sehr ungewöhnliches Format, aber gefällt mir. Dann haben wir noch diesen Code für das Macho Phono. Also, ihr habt das vielleicht mitbekommen, bei der Promophase von Machos Album hat es ja diese Prank-Anrufe gegeben, wo er einfach Leute angerufen hat und dann diese Sounds abgespielt hat und sich als Kollege oder Farid, Casey, wer auch immer ausgegeben hat. Mit so einem Code kann man auf der Website dann Zugriff auf dieses Macho Phono freischalten und dann natürlich im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis Leute pranken. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Das gefällt mir richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Also, das T-Shirt in schwarz gehalten und wir haben hier einen großen Tiger drauf, der hier auf der rechten Seite mit aufgerissenem Maul erscheint. Das T-Shirt ansonsten in schwarz gehalten. Also, der Aufdruck auf jeden Fall schön anzusehen. Und links unten lesen wir noch Banger Musik Auge des Tigers Edition, weil Banger Musik hat ja immer dann hier unten einen Aufnäher, damit man weiß, aus welcher Box das T-Shirt stammt. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben hier noch die Info Banger Musik, also mehr oder weniger Merchandise. 100% Baumwolle made in Turkey. Grüße gehen raus. Und wir schauen uns das natürlich noch einmal im Detail an, wie das T-Shirt dann aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also das glattschwarze T-Shirt mit dem riesigen Tiger darauf, mit aufgerissenem Maul und dazwischen eben solche Schnittlinien, wo das Ganze dann versetzt ist. Hat auf jeden Fall was, ist in meinen Augen ein Blickfang und
Kann man auf jeden Fall anziehen, werde ich auch definitiv tragen. Gefällt mir echt gut und ist, um ehrlich zu sein, vom Design her oder von der Optik her, für mich eines der ansprechendsten T-Shirts, das es je in so einer Deutschrap-Box gab. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Der zugehörige Patch für Kappen, Pullover, Jacken etc. Das Poster doppelseitig bedruckt im Querformat. Dieser McFit-Gutschein. Die unterschriebene Autogrammkarte. Die DVD vom Studio an den Strand. Die Instrumentals zum Album und zur Bonus-EP. Und das Album Auge des Tigers inklusive der Gipfeltreffen Bonus-EP. Und als letzten Teil natürlich auch noch den Code für das Majo Phono. Wie gesagt, den Code werde ich euch jetzt nicht herzeigen, aber der ist natürlich auch noch in der Box dabei. Also dieses kleine Kärtchen inklusive des Codes. Gut, jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box Auge des Tigers von Majo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Majo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.